Moin Moin Kinders und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Anno 1404 Venedig History Edition, dies, das, Ananas. So, wir sind wieder da. Der Plan war Indigo und Papiermühlen. Wir können ja schon mal die Route einmal erstellen. Weil der Weg ist natürlich etwas länger, aber ist okay. Na komm. Einladen in Wolfshafen, dann wollen wir da einmal Farbe mitnehmen. Wir nehmen mal zwei Stück und ein bisschen Papier, ne? Bisschen dies, das. Schadet nicht. Nehmen wir mal zweimal mit, oder? Ein unter Zwang geschlossener Vertrag wurde ausladen. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Bullen. Das ist nie verkehrt. Schiff fügen wir noch nicht hinzu. Schiff muss natürlich jetzt erstmal nochmal kurz hier was runterliefern. Und zwar... Ich weiß doch. Genau, nochmal ein bisschen Stein und so, ne? Wir müssen ja die Papiermühlen auch erstmal bauen. Alles klärchen. Korsaren greifen eines ihrer Schiffe an. Ja, ist okay. Kein Stress. Kein Stress. Eine Noria verbraucht ihr letztes Wasser. Ja, auch das müssen wir mal auf für ein bisschen Geld haben wir ich gerade. Helfe euch gerne aus. Passt schon. So. Ich glaube, Quarzvorkommen kosten auch richtig Asche, wenn sie leer sind, ne? Korsaren greifen eines ihrer Schiffe an. Es hört und hört nicht auf, ne? Geh mir mal nicht auf den Sack, bitte. Du kannst aber gerne in meinen Radius kommen hier. Ja, da verpisst er sich. Okay. Wir bauen dann erstmal sofort hier. Und zwar die Papiermühle. Mühlen. Ich korrigiere. Das dürfte wohl hoffentlich genug geben. Die brauchen nur Papier, ne? Ja, und Holz. Okay, never mind. Holz war mir aber schon irgendwie bewusst. Dann lass uns mal hier direkt ein bisschen mehr Holz bauen. So. Alles easy peasy. Dann wenn wir das Ding einmal erweitern, weil hier so viel abzuholen ist. Wir können dann mal den Rest abladen. Und wie heißt das Schiffchen? Rio Grande, Grande, Grande. Da. Zack. So, und let's go. Das Farbe wird hier ordentlich produziert jetzt. Und jetzt auch Papier. Ist das nicht wunderbar? Wunderschön. So, dann passt hier mehr rein. Sehr schön. Das heißt, Farbe und Papier wird es hier demnächst geben. Da könnte ich schon mal ein Büchlein machen, eine Druckerei. Reicht erstmal, weil das Zeug muss ja auch natürlich erstmal ankommen. Hauen wir erstmal hier hin, keine Ahnung. So. Jetzt warten wir und dann können wir auch tatsächlich Adlige dann demnächst empfangen. Ziemlich nice. Das heißt, große Kriegsschiffe für uns. Wir können Tribok-Stellungen errichten. Wir können unsere Einheiten mit Rationen versorgen. Frohlocken kann ich auch nicht gerade. Ja, ist ja gut jetzt. Der Rest kommt sofort, Junge. Brot und Lederwämser sind am Start. Lederwämser eher so, hm. Das werden wir jetzt mal hier rausnehmen. Was haben wir denn hier noch? Eigentlich nicht wirklich nur irgendwas, ne? Das andere brauchen wir alle. Ja, gut, wir haben ganz viel Hanf. Also so viel zum Verkaufen ist gerade nicht da, ne? Das können wir nochmal machen. Machen wir so. Genau, Brot ist da. Bier ist auch wieder ein bisschen am Hakeln. Dann gibt es eine Hochlederwämse, ein kleines Problem. Salz ist genug da. Immer noch ein paar Häuschen. Und wir erlauben wieder die, wobei die Entwicklung erlauben wir immer noch nicht. Wir machen erstmal ein paar mehr Bauernhäuschen. Und zwar hier oben hin. Ups, wie hab ich denn das geschafft? Eine Burg werden wir wahrscheinlich nicht bauen. Also Burg in Form von ein Palast. Weil der wird gar kostet so viel Money und nimmt so viel Platz weg. Das haben wir alles gar nicht zur Verfügung. Also nicht so im Überfluss. Ne? Wird also nicht passieren. Sorry dafür. Gerade dumm. Nicht dumm, ja, eventuell. Moment. So. Kurz verbinden, bevor die alle sauer werden hier. Ja, nee, war nicht so geplant. Machen wir halt so. Ah, guck mal, so geht doch aber auch gut. Lasst uns dem Rat der 10 einfach erzählen, dass dies nicht euer Tag war. Ja, gute Idee. War aber auch eine scheiß Mission, wenn ich das im Kopf hatte noch. Naja, wir sollten diese ganzen Schiffe denn kaputt machen, diese drei Stück da. Ja, ja, war eine scheiß Mission. Kann man schon so stehen lassen. Machen wir... Dann geht's sogar noch.
Wunderbar. So schön wird es am Rand nicht. Das ist immer das Problem bei der Anno-Bauweise. Du musst natürlich auch sowas einfach in Kauf nehmen, dann einfach mal so eckige Dinger hier, ne? Geht manchmal nicht anders. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Na, wenig ist gut. Viel ist es nämlich auf jeden Fall nicht. So. Eine Mauer würde natürlich auch schnieker aussehen, aber wir haben kein Geld dafür, ja. Denke ich lieber gerade einfach mal in die Zukunft, sage ich mal, rein. So, Rio Grande hat abgeliefert, aber ich glaube noch nicht das, was wir brauchen. Das passiert wahrscheinlich erst gleich. Das Papier ist noch von vorhin. Oder eine Mission. Wie viel Farbe haben wir denn schon hier? Ja, ja. Und das ist auch am Start. Ah, die kommen nicht dahin. Mit anderen Worten, hier bräuchte ich am besten auch nochmal einen Holzfäller. Weißt du was? Komm. Es ist an der Zeit, eure Finanzkraft unter Beweis zu stellen. So, das Ding wird gleich sofort verschwinden wieder, weil, ne, wir das nicht bezahlen können. Aber ihr seht, wir sind kurz vorm Krieg, wir müssen das eigentlich bezahlen. Aber wir haben kein Geld. Wir können hoffen, dass gleich noch jemand mit uns handelt, ganz schnell, aber es wird nicht passieren. Was soll ich machen? Ich kann es nicht bezahlen. Niemand zieht ungestraft in. Ja, ungestraft, was soll ich denn machen, wenn ich es nicht bezahlen kann? Sie haben die diplomatische Bulle erfolgreich eingesetzt. Meine Fresse, ey. Das Ding ist, gegen Baronesse haben wir jetzt nichts in der Hand. Wir haben jetzt keinen Bullen mehr gerade übrig. Ach, scheiße. Das Ding war aus, ja. Wurde ausgesetzt. Ja, ist okay. Wir brauchen den Platz eventuell gleich für den Bullen. Wir können schon mal auf jeden Fall zum Venezianer hinfahren. Der Rat der Zehn erwartet. Ah, ich wollte eigentlich. An der Spitze. Und ihr? Ich hält's einfach mal deinen Maul. Ah, dass es auch so schwierig ist, hier sich wieder nach oben zu arbeiten, ne? Du kommst so schwer nach oben, weil die auch mal ab und zu halt mal generell schlecht gelaunt sind, weißt du? Was willst du denn dagegen machen? Gegen so viel Hass, weißt du? Am besten müsste ich immer so über 3000 Münzen übrig haben. Aber wer, ich muss ja auch irgendwie vorankommen. Wir wollen ja hier nicht 50 Jahre in diesem Let's Play verweilen, ne? Einer ihrer Betriebe ist auch öde irgendwann. Druckerei stellt nichts mehr her. Achso, ja, ja, das kommt sofort noch. Farbe ist auf dem Weg. Da ist sie. On the way. Also ich würde gerne noch ein paar Hafenwehrtürme bauen wollen. Wenigstens überall nochmal einen. Das können wir jetzt hier schon mal auf jeden Fall machen. Haben wir zum Glück hier eine Herstellung. Ganz knapp hier drüber. Machen wir mal so. Weißt du was, du fährst mal bitte hier runter und holst ein paar Ressourcen und bringst sie zu einer orientalischen Insel, damit wir die sichern können. Okay. Weil, ne, wenn wir schon dann auf dem Wasser vielleicht Probleme bekommen, möchte ich gerne, dass meine Inseln sicher sind. Auf die scheißen wir erstmal. Hier können wir nicht viel machen mehr. Aber die wird jetzt, ist halt jetzt sehr wichtig geworden für uns. Ne, dementsprechend. So. Farbe ist am Start und zwar nicht wenig. Ein ganzer Haufen sogar. Und das heißt, die Bücherproduktion geht jetzt los, mit anderen Worten auch noch. Aufsteigen von Patrizierhäusern ist jetzt am Start. Wir werden vielleicht ein paar adligen Häuser aufsteigen lassen, aber nur ein paar. Die Geschäfte laufen, aber mehr schlecht als recht. Ne? Nur ein paar lassen wir aufsteigen, vielleicht nur einen adligen, so wenig wie es geht halt einfach. Die Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt. Ja gut. Die letzten Inseln werden natürlich jetzt auch noch angebaut. Hier ist ja, glaube ich, der Bibliothekar. Akademie, ja. Juckt uns natürlich aber jetzt erstmal nicht. Weil ist ja auch nicht für uns auf unserer Insel. Der Erfolg dieser Angelegenheit hängt von eurer Schiffsgüter bietet zu Auftrag. Das können wir auf jeden Fall schaffen. Was gibt's denn das dafür? Oh, Geld. Geld ist wichtig für uns, ja. Mittlerweile muss man das ja einfach mal so sagen. Dann drehst du mal kurz um. Wo muss ich das hinbringen? Nach ganz oben. Dann drehst du vielleicht auch nochmal hier oben an. Korsaren greifen eines ihrer Schiffe an. Sind zum Glück nicht schneller als meine Schiffe. Dass die nicht untereinander auch Krieg haben, ist absolut ein Skandal. So, das dürfte jetzt langsam hochgehen, man sieht's. Wird auch gleich wieder eventuell fallen, weil, ne? Okay, 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 stopp. Einen Adligen haben wir. Wütet in ihrer Siedlung. Eurer Siedlung mangelt es an. Und jeder hat bekommen, was genau mein Geschäft. Moment! Eiserner Bulle, jetzt sofort holen. So, hier werden wir ein paar Ressourcen für ein paar Türme abholen. Sprich einmal hier von Haufen, hier von Haufen und hier von Haufen. Was war das noch für eine Mission? 5 Eisen. So.
Erstmal werden wir das hier abliefern. Der Reichtum eurer Stadt hält sich in das findet er jetzt ärgerlich. Ich werde Alter! Mehr Adlige? Nur die Kurzfassung. Was soll das denn, Leute? Warte, ich bin kurz vor 600. Ich könnte mir ein orientalisches Kriegsschiff, aber nein, danke. Was kostet ein großes? Ab wie viel muss ich haben? 950 Adlige, da sind wir noch lange nicht. Da sind wir noch lange nicht. Ihr seid der Erfüllung. So, ganz schnell. Interessante Auswahl. Die wird sofort mit Kriegsschiffen kommen hier. Wir müssen jetzt ganz schnell sondern das Ding abliefern. Komm schon. Wenn es weiter nichts ist, womit? Schnell, schnell, schnell. Abliefern, aktivieren. Jetzt bloß nicht auf den falschen klicken. Baronessa. Oh, Jesus Maria. Und direkt wieder zum Venezianer fahren. Wir brauchen den Shit. Sonst kommen wir nicht voran, sonst bleiben wir am Stagnieren. Vor allem gegen die zwei Großen. Herzlich willkommen zurück. So. Aber wenn wir gerade schon hier sind, das ist das große orientalische Kriegsschiff. Schick, ne? Finde ich auch. Ja, jetzt sind die eh alle verärgert. Jetzt ist eh alles egal. Bin ich ganz ehrlich. Jetzt ist eh alles wurscht. Okay. Vielleicht wird es auch Zeit, meine anderen Handelsschiffe zu versorgen mit mehreren Kriegsschiffen. Weil ihr wisst, je mehr Schutz, desto besser. 3 Kriegsschiffe pro Handelsschiff ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Wie gesagt, wenn die mit ihren großen Dingern kommen, habe ich sowieso das Nachsehen. 15 Tonnen Holz. Ah, rauf da. Irgendwas habe ich jetzt noch abgeliefert aus Versehen. Genau. Was brauche ich noch? 5 Hanf. Kein Problem. So. Und hier, weil wir es jetzt mittlerweile nötig haben, weiterer Abwehrturm. Ich muss echt sagen, das Hafendesign gefällt mir hier sehr gut. Ne, dass sich das halt mit dem die Kaimauer direkt anpasst an der Insel. Finde ich ziemlich schnieke. Finde ich gut gemacht, finde ich gut gelöst. Kann man auf jeden Fall so machen. Guck mal. War teuer und wir haben keinen Stein mehr auf der Insel mehr. Aber sieht doch schick aus. So. Haben wir das auch mal. Die Papiermühlen sind am Produzieren. Wir haben jetzt freundliche Adlige oder glückliche auf jeden Fall. Wir hauen da noch ein bisschen mehr Geld raus. Ihr seht gerade, läuft gerade ganz gut. Die Kleidung sinkt. Most sinkt. Rot sinkt. Scheiße. Jetzt geht's aber richtig los hier, wa? Wir machen nochmal ein bisschen davon. Wie gesagt, damit wir weiter hier im Überfluss bleiben. Wir wollen ja hier auch nicht im Rückstand geraten. Dafür machen wir dann gleich 2 nochmal hin. Also 2 Webstuben. Reichen da vollkommen aus. So. Natürlich 950 Adlige sind ja natürlich jetzt relativ wichtig für uns. Damit wir die großen Kriegsschiffe machen können, damit wir langsam wirklich mal gucken können, dass wir jemandem den dann auch wirklich den Krieg erklären und den dann versuchen zu vernichten. Da gucken wir auch gleich mal bei den Gebäuden. Tatsächlich gibt es neue Mauern. Jetzt, wenn man auf die Adligen hochkommt. Ist jetzt ganz, ja, sieht okay aus, ist jetzt aber ganz ehrlich nicht nötig. Wenn man das Geld hat. Oh, habe ich gerade den Leck des Todes gehabt. Ach komm, Leute, ist das. Ihr habt Patrouille, aber schützt das Schiff nicht. Ihr werdet wieder von mir hören. Ja. Sieh es als Sicherheit. Für deine ja, gut. Widerspricht Hassan. Gegen dich habe ich tatsächlich nicht ansatzweise Angst. So. Und was war das? 5 Tonnen Hanf, ne? Ja. Nein. So. Wohin? Nach da oben. Hier? I have no idea. Die Grabung. Ja, vielleicht doch hier. I don't know. Wir werden sehen. Okay. Wie viel Zeit habe ich dafür noch? 21 Minuten. Alle Zeit der Welt. Wir haben gerade auch etwas Geld übrig. Wie gesagt, wir scheißen jetzt mal auf die Herschau. Ist mir egal, ob wir da Probleme bekommen. Von der KI, wie gesagt, wir sind jetzt mittlerweile sowieso im Krieg drin. Das juckt nicht mehr. Der Zug ist abgefahren. Dann habe ich lieber mehr Truppen. Okay. Most war noch ein Problem. Ein gutes Geschäft ist mir.
Hat sich richtig gelohnt für mich. Biergärten, aber Biergärten in dem Fall nicht. Kräutersammler, ich kann hier unten vielleicht noch eine Riege hinsetzen. Most, weißt du was? Ah, hier sind die Kriegsschiffe, jetzt sehe ich sie auch. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja. Hier kommt gleich Most hin. Sieht's mit einem neuen Bullen aus? Was, euer Herr? Ja. Eure Präferenzen sind Eigentümer. Ja, laber mal nicht. So, hinterher. Ein bisschen Stress. Most war's. Ihr seht schon direkt hier zwei Kriegsschiffe. Also zwei Trutzbogen hätte sie vielleicht sogar gebaut. Das wäre knifflig geworden. Aber zum Glück ist dem ja noch nicht so schnell passiert. Ja, die hauen gut rein, ne? Das kann man schon mal so sagen. Oh, warte. Theoretisch, ja toll, passt da nicht mehr rein. Machen das Ding mal hier hin. Machen wir so. So, warte. Ja, aber mittlerweile müssen wir halt hier auch an diese Küste ran, wie ihr seht. Mit Feldern und generell mit dem Farmen. Ja, ja. Ja. Ja, muss ich jetzt ein bisschen schauen. Also Most kann ich, glaube ich, auch noch einer hinhauen. Schiffe wird von Korsaren überfallen. Ja, natürlich. Korsaren greifen eines ihrer Schiffe an. Ein erzwungener Vertrag ist nicht mehr gültig. Einmal bitte reparieren. So. Welcher Vertrag zwischen mir und Giovanni? Gar kein Problem. Wir haben 9 Ochsen. So, wir müssen halt jetzt mit Gavin Langton, sage ich mal, noch zurechtkommen. Ich glaube, das passt. Wie kommt ihr zu der Annahme? Lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Handeln, noch verhandeln. Na, du mich auch. Handeln, ja, ich hab, na, ist ja schon gut jetzt. Ja. Aber das Ding ist, Ruhm ist halt etwas, was wir halt uns jetzt öfters erarbeiten müssen. Und ihn bekommen wir zum Beispiel nochmal Ruhm. Das ist ganz gut. Wegen diesen Bullen halt, ne? Boah, war ein bisschen gefressen, ne? Muss ich doch hier. Ja, doch hier. Okay. Okay, meine Obsthöfe sind gebaut. Ja, ich hoffe, das passt gleich. Brot ist halt immer noch im Sinken. Aber Brot verkaufen wir auch, ne? Hier ist auf jeden Fall jetzt genug da. Das können wir mal verkaufen. Weißt du was? Wir nehmen das mal raus. Brot wird langsam wichtig. Zack. Ja, Brot. Erstmal wieder direkt rein, sagst du. So. Papier haben wir genug. Das wird, denke ich, erstmal kein Problem sein. Dann schauen wir mal, dass wir hier bei den Adligen mal schauen. Die wollen nämlich am Anfang jetzt erstmal... Übrigens gibt es auch Kohleminen, ganz gut. Die wollen jetzt Fleisch haben. Da brauchen wir einmal das Solewerk. Aber genug Salz haben wir hier auf der Insel. Das ist alles gar kein Problem. Geld haben wir auch gerade. So. Na komm. Da haben wir nochmal Sole. Dann brauchen wir jetzt hier natürlich Fleisch und einmal die Schlachterei. Ich weiß nicht, wie die Aufteilung dieser Gebäude ist. Da muss ich wieder schauen. 5 Felder, eine wunderschön ungerade Zahl. Okay, das Ding müssen wir auf jeden Fall einmal nach links verschieben. So. Machen wir so und schauen mal, was wir damit reißen können. Ah. Warte mal. Wenn ich noch einen weitermache. Ich habe eine Idee. Easy. Ganz easy. Wunderbar. Guck mal. Das ist doch Schnieke. Sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, wie das Verhältnis ist, aber so viele Adlige haben wir auch noch nicht. So reicht. Und direkt wird die Straße verkackt. Das geht ja gar nicht. Fuck. Oh, ey, Bruder. Wir brauchen aber auch davon mal ein neues hier, wie ich dazu sehe. So. I don't know. Gehen wir mal hier nach oben. Okay, und da können wir schon mal für eine Schlachterei, denke ich, hinmachen. Ob das reicht, I don't know, wir werden sehen.
Das rüsten wir auch nochmal auf. So, das hat ein bisschen Geld gekostet, aber das passt schon. Das haben wir geschafft. Da unten. Einmal bitte hin. Das Stift dürfte mittlerweile auch repariert sein. Sehr schön. Finde ich mittlerweile ganz gut, dass unsere Transportschiffe von 3 Kriegsschiffen begleitet wird. Ich weiß nicht, ob die Korsaren nachher auch große Kriegsschiffe bringen, aber die haben auch schon mal ein großes Lagerschiff jetzt hier, Transportschiff. Also würde mich nicht wundern, wenn sie auch mit großen Kriegsschiffen irgendwann kommen. Darf habe ich ein bisschen Bammel. Oh, die Baroness und Sir Gavin Langton. Gavin Langton ist doch auch scheißegal. Das ist ungünstig, weil, wie gesagt, wenn die untereinander Krieg hätten, wäre auch nochmal entspannter für uns, eventuell. Aber Spiel sagt nein. Der Rat der ihr müsst euch eurer neu. Ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast, Kollege, aber deine Gelabereien höre ich mir nicht an. Ja, dankeschön. So, heißt Fleisch dürfte für den Adligen demnächst da sein. Ja, 4 Sachen, Alter. Abgehobene Idioten. Natürlich wollen sie dann dementsprechend weniger Fisch haben, ne? Wie gibt's denn? So, Tierhäute werden wir noch einmal eins bauen. Und dann werden wir nochmal eine Lederwämse hauen, reinhauen. Hier habe ich das gebaut. Ja, okay. So. Und nochmal ein Lederwämser. Schöner Name, war so ein Lederwämser. Bot an sich kannte ich vorher nicht. Was man nicht alles durch Anno lernt. Okay. Ihr seht mittlerweile, wir brauchen den Platz, ja. Hier wird es auch noch so. Ich sag noch ein Kriegsschiffer. Willst du mich laxen? Ich hab fast gewollt, schon wieder ein Krieg. Nochmal so ein. Wir verdienen genug. Komm, scheiß drauf. Wir verdienen so viel Asche gerade. Natürlich da, wo uns das Lager nicht so stört. Machen wir es meinetwegen erstmal hier hin. So. Und wir gehen jetzt dann gleich erstmal auf 950 Adlige, damit wir unsere Kriegsschiffe schön haben. Ja, Alter, die bringen mittlerweile so viel. Perfekt. Wie sieht es denn hier bei den Gesandten aus? Oder bei, gute Gesandte haben wir noch nicht, aber wir haben jetzt Milch. Das ist voll. Gedacht, dass unser Leben so bequem sein würde. Moschee. Für eine Moschee brauche ich Mosaik. Und Musik bekomme ich nur per Quarz. So, wir können jetzt Folgendes machen. Wir haben auf dieser Insel... Was kostet eine scheiß Quarzfarm? Der Sultan. Bitte kein Stein. Macht euch diese Baupläne. Sehr schön. Geschenk. So, Folgendes, Leute. Schickt uns nicht weg. Oh, 18.000. Es wäre dumm, wenn ich euch nichts wegschicken lassen würde. Ich bin euch wirklich zu Dank verpflichtet. Du redest aber auch heute hochgestochen, ne? Ab sofort. Ihr seht schon, was wir machen, ja. So, wir können ja dafür noch mehr transportieren. Dann hauen wir auf jeden Fall mal Quarz dazu. So. Und dann werden wir hier Quarz einmal entfernen. So. Ab sofort kannst du meinetwegen dann auch einmal mehr Gewürze holen. So. Du hast natürlich noch ein bisschen was drauf. Heißt das, das werfen wir einfach mal kurz vor Bord. Überbord. So, und dann können wir jetzt hier dieses Quarz benutzen. Stimmt, dafür bräuchten wir Ton noch, ne? Für Mosaikfließ brauchen wir Ton und Quarz. Dementsprechend brauchen wir Tonfruchtbarkeit. Ich muss gerade mal... Das ist hier, okay. Das macht das gleich. Das gefällt mir. Sehr schön. Immer schön, wenn dir was gefällt. So. Hier geht's langsam hoch. Sehr schön. Adlige ziehen ein. Auf jeden Fall. Ups, das hier machen. Bisschen mehr Money ist nie verkehrt. Ah, Fleisch steigt natürlich nicht so schnell, das dauert ein bisschen, nehme ich an. Lederwämser steigen wieder, sehr gut. Brot steigt. Ja, Bücher. Ein unter Zwang geschlossener Vertrag. Wir können auf jeden Fall nochmal Bücherei machen, auf jeden Fall. Zack. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Mhm. Seile sind wahrscheinlich voll, nehme ich an, ne? Und was verkaufen? Und die sind nicht voll. Hier wird es dann wieder raus. Und dementsprechend werden wir, denke ich, Potttasche verkaufen. Potttasche brauchen wir nur für Glas. Potttasche wird noch produziert. Diese Angelegenheit regeln? Ich bin froh, dass ich... Sehr schön. Geld, Geld, Geld. Ihr seid ja doch zu... ihr kommt. So, Kollege Schnürschuh, hast du Ton? Wenn ja, wo ist der Ton? Da ist Ton, geil. Abgemacht. Komm mal mit. Ihr seid ja doch zu etwas zu gebrauchen. Plus 1, das hat sich ja richtig gelohnt, ey. Aber wie gesagt, bei den, ups.
Bei denen kann ich mich nur einschleimen. Bei denen hier, das bringt nichts anderes. Nicht länger auf. Natürlich ist 56% war riskant, aber I don't care. Na, no, das Ding ist, Friedensangebote, wie ich schon sagte, da musst du so viel Cash reinhauen.